Wir werden dieses Jahr eine gute Ernte haben. Das Wetter ist bestens. Vielleicht haben wir Glück. Rachel sagt, Sie haben gestern schon damit angefangen, den Hafer einzubringen. Der ist früh dran. Sagt sie das? Meinst du nicht, es wird langsam Zeit, dass wir die Kleine wecken? Lass sie ausschlafen. Am ersten Tag fängt die Schule später an. Na ja, wenn es so ist, dann lass sie noch schlafen. Hoffentlich wird sie eine fleißige und gute Schülerin. Davon gehe ich aus. Anne begreift besonders schnell. Ich bin sehr froh, dass sie mit Diana so eng befreundet ist. Diana wird einen guten Einfluss auf sie ausüben. Diana wird ihr auch helfen können. Wir haben uns ja noch nie um schulische Probleme kümmern müssen. Mach dir keine Gedanken. Es wird schon alles gut laufen. Hoffentlich hast du recht, Matthew. Los, lauf! Heute fängt die Schule an. Matthew, guten Morgen. Heute gehe ich zum ersten Mal in die Schule. Ja, ich weiß. Alles Gute, Kind. Danke, Matthew. Wir sehen uns heute Abend. Wiedersehen. Genau das richtige Wetter für den ersten Schultag. Diana, aufstehen! Guten Morgen, Marilla. Du bist schon auf? Du hast doch noch eine Ewigkeit Zeit. Aber heute ist doch der wichtige Tag. Und an einem so wichtigen Tag kann man unmöglich lange im Bett bleiben. Matthew und Jerry sind schon weg. Sie sind zum Weizenfeld. Sie müssen heute noch mit dem Schnitt anfangen. Marilla, das könnte ich doch tun. Oh ja, bitte. Wenn du möchtest, dann kann ich mich nämlich inzwischen um die Milch kümmern. Mhm. Alles erledigt. Wenn du immer so fleißig hilfst, dann bist du ein großer Gewinn für mich und die Farm. Aber ich habe doch immer geholfen. Hast du das denn nicht gemerkt? Marilla, du gibst mir ein Schulbrot mit. Selbstverständlich. Jetzt platze ich vor Glück. Ich darf in die Schule gehen und bekomme sogar noch ein Schulbrot mit. Ich bin ja früher schon mal in die Schule gegangen bei Mrs. Thomas, aber da habe ich immer nur hartes Brot mitbekommen. Mrs. Thomas war sehr arm. Darf ich mal reinsehen? Du kannst dir später alles genau ansehen. Jetzt wird erst mal gefrühstückt. Ich habe Haferflocken für dich gekocht. Ich habe früher auch immer Haferflocken zum Frühstück gegessen. Es ist mir gut bekommen. Dann wird's mir wohl auch bekommen. Anne? Schon gut.